Ja, meine Lieben, nachdem mein UFO-Park ja noch ein bisschen dürftig ist, wie ihr gestern vielleicht gesehen habt, ist heute eine tolle Lieferung gekommen. Danke an Prolana. Und zwar meine Wunschlieferung. Und jetzt möchte ich euch ein bisschen mehr im Detail erzählen, was ich in den nächsten Wochen vorhabe. Mal schauen, was ich davon schaffe. Ich habe euch schon gezeigt, mit einem Lucy-Bild, das passt nämlich so gut zu Lucys Nase, das ist die verkehrte Seite. So, ich habe das schon einmal angenadelt mit einer Kizeta, ich habe es genannt, ein Hauch von nichts, aber ich habe gesehen, den Namen gibt es schon für irgendwas. Also, aber es wird ein Hauch von nichts. Es wird ein ganz, ganz, ganz dünner, feiner, fluffiger Pullover aus einer Kizeta. Da braucht man auch nur ganz wenig davon. Also wahrscheinlich kommt man mit, das sind 25 Gramm Knäuel mit einer kolossalen Lauflänge von 210 Metern auf 25 Gramm, sprich 420 Metern auf 50 Gramm umgerechnet. Und ich stricke die mit Nadeln Nummer 5. Ganz wichtig ist bei diesen hauchdünnen Garnen, die sich, gebe ich zu, nicht einfach verstricken lassen. Also es ist schon ein bisschen mühsam, die zu verstricken. Ich habe alle meine Nadeln ausprobiert und bin zu dem Schluss gekommen, die einzigen, mit denen man das wirklich angenehmer stricken kann, sind die Bambus-Rundstricknadeln von Adi. Die sind leicht, die sind sehr glatt, die sind also imprägniert, geschliffen, was auch immer. Jedenfalls sind sie extrem glatt und damit lässt sich das gut verarbeiten. Metall geht überhaupt nicht, ist viel zu schwer, rutscht auch überhaupt nicht mit diesem Garn. Holz geht gar nicht, ist auch zu schwer. Also wie gesagt, ich habe alles ausprobiert, was ich hier an Nadeln habe. Bambus, Adi, Rundstricknadeln. Ich habe verschiedenste Nadeln. Gut, und ich habe jetzt diese Farbe bestellt. Ich habe um diese Farbe gebeten. Ein Hauch mehr rosa als die andere. Ist mir gar ein bisschen zu blass. Und da wehre ich mich dran. Was mir vorschwebt, ist ein, hier hat übrigens die Maschenprobe gar nicht gestimmt. Das ganze Teil wird kraus rechts gestrickt, also hin rein rechts, rück rein rechts und an drei Stellen, also in der Mitte und in der Mitte der Seite. Also es hat drei Leszopfstreifen, dieses Muster. Ich denke, das wird wunderschön aussehen. Und ich möchte da einfach einen tiefen V-Pullover machen, also einen Pullover mit tiefem V-Ausschnitt und einfach an gerade angesetzten Ärmeln, also ganz simplen Ärmeln, vielleicht eine Spur, eine A-Linie, also unten ein bisschen ausgestellt. So, das wird einmal eines meiner Ideen. Dann habe ich seit ewigen Zeiten möchte ich mir eine Trachtenjacke stricken und deshalb habe ich eine Trachtenwolle von Prolana ausgesucht und so eine große Menge von diesem Weiß meliert, von diesen Sprenkeln und das ist 80 Schurwolle, 20 Polyamid, 200 Meter auf 100 Gramm, also 100 Meter auf 50 Gramm Nadelstärke. Werde ich sicher mit 5er Nadeln stricken und werde für eine Größe 38, also ich werde es 40 wie immer stricken, werde ich etwa 500 Gramm benötigen. Ich habe mir den Großteil des Garns in diesem Weiß meliert, in diesem Creme-Wollweiß meliert und für die Paspeln werde ich Blau nehmen, denn das wird dann wieder eine Jeansjacke. Das ist Nummer 2 meines Vorhabens. Ich werde natürlich wieder alle auf einmal beginnen, wie ich mich kenne.
Und dann habe ich mich in dieses Garn verliebt, in die Kizeta Air. Die ist einfach, das ist eine Kizeta, also 72 Mohair, 28 Seide. Aber die ist, das ist eigentlich ein ganz ein fluffiges Bändchengarn. Die werde ich vermutlich mit 6er Nadeln verstricken, werden wir schauen. Und 150 Meter auf 50 Gramm die Lauflänge. Und man braucht für Größe 38 ungefähr 300 Gramm, also 6 Knäuel. Werden wir mal schauen, ich mache es wieder 40, also werde ich 350 brauchen. Mal sehen, greift sich, das ist so ein ganz, ein graustichiger Fliederton, ein wunderschöner. Ich hoffe, der kommt da ein bisschen zur Geltung. Und da schwebt mir sowas, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht genau. Das wird vielleicht ein Raglan, vielleicht, da könnte ein Lesmuster ganz interessant ausschauen. Da muss ich noch ausprobieren, da habe ich noch keine so fixe Vorstellung, wie das Endergebnis wird. Und, achso, na Moment, da fehlt noch was. So, dann habe ich, die müsstet ihr verstrickt sehen, die Top and Go von Prolana. Das ist viskose Schurwolle, also ein tolles Material. 100 Gramm, circa 180 Meter, also 50 Gramm, 90 Meter. Mit Nadeln 6 bis 8, die werde ich vermutlich mit 7 verstricken. Das sollte ein schnellerer Pullover werden. Man braucht ungefähr 500 Gramm für Größe 48 für einen Pullover. Das werde ich ein bisschen mehr brauchen. Und ja, das müsstet ihr verstrickt sehen, weil das nämlich so einen ganz interessanten Pünktcheneffekt. Naja, ich werde das mal anstricken, dann werdet ihr das sehen, dann werde ich euch das zeigen. Vielleicht werde ich mit dem beginnen, denn der verspricht mit 7er Nadeln, dass er schnell geht. Und da werde ich mir vielleicht eine interessante Kragenvariante ausdenken. Bin ich auch noch nicht so ganz konkret. Und last but not least wünschen sich viele immer wieder einen Herrenpullover. Die Herren werden ja wirklich sträflich vernachlässigt, ich gebe das zu. Und daher habe ich mir in diesem zauberhaften Grau bestellt eine reine Schurwolle, Merino Pur 125 und 50 Gramm, also 125 Meter, verstrickt mit Nadeln 3,5 bis 4 und ich schaue gerade nach der Menge, die man ungefähr braucht, also für 8 Räder. Ich würde sagen, so etwa 500 Gramm für einen Herrenpullover, schätze ich jetzt einmal. Und das wird ein, vielleicht mache ich da einen Schalkragen, da schwebt mir ein kleiner Schalkragen vor und ein Strukturmuster, vielleicht ein einfaches Zopfmuster oder ein Zugmaschenmuster, da muss ich auch noch ein bisschen nachdenken. Also ich glaube, ich werde mal mit diesem Teil beginnen und weil die dicksten Nadeln, weil am schnellsten fertig, das wäre mal nett, wenn ich ein Stück schnell erledige und dann vielleicht parallel dazu die Trachtenjacke, denn die ist ziemlich klar, es wird eine ganz einfache klassische Trachtenjacke mit aufgesetzten Taschen, mitgestrickt, mit blauen Paspeln, das Ganze in Graus rechts gestrickt und mit richtig eingesetzten Ärmeln. Und die kann man natürlich auch nicht. Da muss ich einfach mal probieren, welches Muster ich verwenden werde. Da werde ich schauen. Auch hier werde ich mal testen, welches Muster in Frage kommt. Und zu dem Mohair, zu dem Fluffy-Teil, da weiß ich ja schon, was ich vorhabe. Da muss ich neu anschlagen, denn ich habe mich da völlig
vertan bei der Maschenprobe. Ja, passiert auch mir. So, meine Lieben, ihr wisst also, was euch bevorsteht oder was ich vorhabe. Und das Allernächste beginnen wir mit den Socken von der Spitze mit Käppchenferse, also mit einer klassischen Ferse mit den Fjord Socks. Viel Vorfreude wünsche ich euch.